Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir haben jetzt hier noch so Zeug, was wir mitnehmen können. Und das machen wir jetzt auch mal. So, wir sind jetzt dabei, hier noch weiter durchzulatschen. Und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt. Also, sagte sie und rennt voll in die Sackgasse rein. Also mal wieder. So, wir machen ja mal alles kaputt, weil da könnte ja voll das epische Item rauskommen. Oder auch nicht. Ich frage mich, ob so mega geile Legi-Items wie in Diablo überhaupt da rauskommen können. So, wir sammeln jetzt mal ein, was wir hier noch finden. Echt mal gucken. Hier haben wir alles. Das heißt, wir müssen da oben irgendwie mal nochmal lang. Halt hier runter. Weil es muss ja hier irgendwie, glaube ich, auch weiter. Ne, warte mal, wir sind ja hier. Das ist ja so eine Extra-Höhle, ne? Die ist ja, glaube ich, gar nicht. Ich habe so ein Mega-Vieh gefangen. Nice. Nice. Wir lassen nochmal einen Zombie auferstehen. Wow, deswegen sind wir zurückgekommen. Aber hey, wir haben immerhin dieses Vieh, dieses Feed, genau, dieses Vieh hier bekommen. Warte mal, kann man den noch anlabern? Greetings, Survivor. Visit Menagerie. Das sollen wir ja machen, ne? Talk to Tralala und visit the Menagerie. Oder Menagerie. The arena just north. That is the blood altar. It is where you will perform the ritual of sacrifice by combat. Once you have captured a few beasts, go to the altar in the middle and begin the ritual. The first ones are watching. Show them you are worthy. Natürlich, eh. They were the first survivors. The first ones showed my people that to win, you must outlast. They left this world long ago to seek other survivors, but they will return, and when they do, I will join them in the Great Grove, and you will join Aina, yes? Yes. Der Typ ist mir nicht geheuer, ey. Trading. Not all beasts were born equal, Survivor. The first ones look upon some captures and sacrifices more fondly than others. You may not even deem some beast worthy of sacrifice. Ja, okay. You want to know Aina's past? Nee, eigentlich nicht. The Blood Altar. The arena just north. The right. The sands. The caverns. The deep. Recipes. Ach, wir können uns hier welche erstellen oder was? Captured beasts. Cool. Achievement, Challenges. Use these currency items. Alles klar, alles klar. Reinforced Rope Net. Okay, nee, lassen wir mal besser. Wir können auch die Items bei dem Typen verkaufen. Ach so, der hat dann hier unten seinen Wegpunkt oder was? Nein. Wir haben ja noch so ein paar Items gerade aufgenommen, die das ganze Inventar blockieren, wie man sieht. Und die lassen wir jetzt auch mal hier. Weil den Schmarrn will ich nicht haben. Dankeschön. See you. See you. Ciao, Digga. So, die Menagerie-Tiefen. Die Höhlen, die Wilden, genau, die Wildnis. Und die Sands. Leben die dann da, oder was? Und können wir die dann besuchen gehen? Hallo, ich habe dich gefangen und du wirst mich bestimmt dafür hassen, aber ich besuche dich. Use the blood, Alter. Travel to the... Hello. Ja, genau. Use the blood, Alter. Links. Das eine gute Idee ist. Was Norisipes unlocked. Capture some beast to unlock.
Ich hab doch welche. Tja, doof. Muss ich mir jetzt hier die anlocken oder so? Hier kommen die dann raus. Was auch immer. Greetings, Survivor. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in dieser Höhle, beziehungsweise raus, ne? Und überlassen ein Herr ja sich selbst. Und dann schauen wir mal, wenn wir dann immer mal so Rezepte haben. Oh, hier ist ja auch noch ein bisschen. Okay. Hätte ja sein können, dass wir da was übersehen. Ach, das ist ein Spinnennetz, oder? Fällt mir jetzt erst auf. So, aber hier geht es ja irgendwie auch weiter, ne? Der Typ steht hier überall, ne? Leichenexplosion. Das sieht so aus, als ob man hier weiterkommt. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber es ist nur so ein Einfall, dass das so sein könnte. So. Gehen wir mal weiter oder auch nicht. Dann gehen wir auf der anderen Seite eventuell weiter. Da kommt auf jeden Fall schon jemand an. Scroll of Wisdom. Die nehmen wir natürlich auch mit. So. Hier gibt es ja irgendwie auch Seasons, habe ich gehört. Oh, der ist aber neu, oder? Oh, wir haben den dicken. Ja. Rocksplitter. Der ist auch neu. Ja, schön. Dieser Typ, ne? Der, Alter. Ey. So. Eine Chest und Viecher. Leichenexplosion. Das ist das Schönste, was es geben kann. Rusted Spike. So. Ich brauche so einen Stein, der meine Zombies unbesiegbar macht. Das wäre schön. Wahrscheinlich gibt es sowas nicht, aber wer weiß. So. Also bis jetzt spiele ich das Spiel echt gerne, muss ich sagen. So ein Kupferschwert kann man auch mal mitnehmen. Vielleicht bringen ja die Barrels hier was oder auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Lol. Oh, scheiße. Vielleicht sollte ich hier nicht in die... Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Viecher wieder. Too much clutter. Ist das dein Ernst? Ja gut, weil mir so ein Scheiß auch immer mitnehmen muss, ne? Naja, gut. Wir laufen noch mal ein bisschen weiter und gucken mal. Da oben steht jemand. Talamawana, Warrior. Aku. Yes, I call you Warrior. Your eyes have already swept your surroundings. Identifying threats and escape routes. There is anticipation in your stance. Deadly focus in the easy ebb and tide of your breath. Yours is a heart that fights with every beat. I have need of a heart like that. In that haunted place there, Akarui's spirit awaits you. Lost. Toll. Travel to prison, enter the haunted area, find the Kari spirit.
Okay, das ist ja natürlich kein Problem. Ich sehe mich aber nochmal schnell um. Weil es hier noch so ein paar Viecher gibt, die man erledigen kann. Mache ich schon wieder Caps Lock an. Oh. Das erste, was ich jetzt mal machen möchte, ist mein Inventar mal wieder leer räumen. Dafür bietet sich das hier alles ja an. Ich finde schade, dass die Zombies dann vorm Portal warten. Und nicht mit hierher kommen. Still alive, are we? So, ich habe herausgefunden, womit war das? Digga, mit Shift. Steuerung. Mit Steuerung konnte man hier alles reinklatschen. So. Stay sharp out there. Ja, ja, mein Freund, alles gut. So, perfekt, wir haben auch nichts großartig übrig hier. Ja, auf geht's. Aber wir sollten vielleicht noch mal schnell Level-Dinger vergeben. Occultist Dominion. Increases Spell Damage, increases Cast Speed. Ey, yo, das machen wir. To refund points, was? Was sind denn Refund Points? Ach so, da kann man das dann wahrscheinlich zurückmachen, oder? Ach, egal. So. Wir rennen mal vor. Und wieder zurück. Schnell wieder Leichen wiederholen, Zombies wiederholen und Sachen mitnehmen. So, den Boss haben wir auf jeden Fall schon umgebracht, anscheinend. Noch so ein paar Grüne. Haben wir so einen Grün eigentlich mal schon mal gefangen? Ja, die haben wir jetzt auch gefangen. Sehr schön. Too much clutter. Ah, ja, klar. So, mein Freund. Ich brauche aber Netze. Neue. Nehmen wir einfach mal neue mit, ne? Goodbye. Ah, jetzt haben wir sie ausgewählt. Schön. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Medium Life Flask. Okay. Geh mal weg. Haben wir hier. Rein circled. Das brauchen wir nicht. Ach so. Ach, das soll ein Schild sein. Okay, gut zu wissen. Ah, es ist ein Zweihandstab. Das ist natürlich ein bisschen doof. Nee, nein, nein. So, irgendwie ist unseres schöner, was wir da haben. Das bringt uns auch nicht viel weiter. War schon wieder voll mit Items, ey. Ich laufe erstmal weiter. So. Too much clutter. Ich benutze jetzt wieder so eine Portationsrolle hier.
Weiß nicht, inwiefern man das tun sollte oder das nützlich ist, aber dann haben wir auf jeden Fall was. So ein bisschen was an Zeug. Welcome. So. Warte mit Steuerung, ne? Klatsch, 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 klatsch. Farewell. So. Haben wir die nämlich auch da hingebracht. Ja, jetzt müssen wir da mal wieder zumachen und zurückgehen. Wir sehen so super aus. Also nicht, aber hey. Wow. So. Hier haben wir so eine schöne Sackgasse. Da können wir uns verbarrikadieren. Hier auch. Wir können das ganze Ding hier benutzen als Lager für die Höhle. Das funktioniert echt gut, ne? Oh, ich liebe Leichenexplosionen, ey. Too much clutter. Ah, das ist so heftig, ne? Was hier schon wieder alles voll ist im Inventar. Wir haben aber auch echt viel Scheiße dabei, ne? Wir schmeißen jetzt mal den Scheiß hier weg. So. Schon echt immer das Gleiche, was man hier findet, ne? Hier werden auch noch Sachen angegriffen und zum Explodieren gebracht. Oh, ist das schön, ey. Diese Leichenexplosion ist schon geil. So, was haben wir hier? So einen Typen. Bin mal gespannt, wo das hier noch so hinführt. Also der Anfang ist ja immer noch ein bisschen low und so. Und wenn man dann erstmal... Also ich kenne das ja von Diablo, wenn man dann erstmal so die richtig fetten Items hat, dann geht's ja erst los. Ja. Yeah. LOL! Shit. Ich kriege dich down. Arschloch, danke. Wir wissen es einen Typen wieder hier. Lol. Hab ich was? Schmeiß jetzt mal hier so einen Scheiß raus. Warum kann ich keine Zombies mehr beschwören? Okay, ich benutze so meine Portalrolle hier. Okay, es scheint mir irgendwie zu nützen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Greetings. Greetings. Jetzt hätte ich die auch mitnehmen können, aber egal. Weg damit. Oder mal weiter geht's, ne? Diese Laufanimation von denen ist ja auch etwas besonders. Frag mich jetzt, ob das wirklich so schlau war, was wir hier machen. Ich vermute nämlich mal nicht. Das denn EP? Das wäre mal die nächste Frage, ne? Weil dann könnten wir ziemlich hier alles wiederbeleben, immer. Ist alles auf einen Haufen ziehen und uns dann hier hochleveln oder so. Okay, haben wir jetzt alles gemacht? Yes, I call you Warrior. Find the Karui Spirit. Okay, wir müssen mit dem irgendwas machen. Boah, wir haben hier bestimmt einen Questguide oder so. Ups. Director Screen, Inventory. Okay. Also müssen wir den Typen nehmen und alles wiederbeleben, oder was? Frag mich, was das bringen soll. Aber wir laufen jetzt mal mit diesem Spirit einfach weiter. A lost spirit returned to feast okay. with the ancestors and be born once more into the Karui way. We shall speak again when next you come to Lion Eyes Watch. But there is much that we might yet share, my ally. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir hier auch noch welche wiederbeleben, tippe ich mal. Oder auch nicht. Egal, wir ignorieren das jetzt. Wir gehen jetzt mal weiter. The Ledge. Was sie auch immer hier sollen, tun, können, müssen. Wir müssen noch Prisoners Gate. Oh, die Vögelchen. Ah, hier können wir uns wieder sonnen. Die gehen eigentlich auch ein bisschen besonnen. Wow. Too much clutter. Alter, das stört mich hier, dass man so ein kleines Inventar hat, ne? Das waren keine Monster, die können wir nicht fangen.
Fröhlichen Explosion. Ich liebe das einfach, es ist so super. Also eine Portal Scroll nehmen wir doch mit. Nichts wobei. Noch eine Chest. Leichenexplosion. Ich liebe das. Ich könnte das den ganzen Tag machen, ey. Aber ich werde bald in Diablo wieder erwartet. Orb of Storms. Nehmen wir mal mit. Leather Cap. Nehmen wir auch mit. Vielleicht finden wir jetzt ja bald mal einen Wegpunkt, weil wir sind jetzt ja in einer neuen Ebene. Wir brauchen mehr Zombies. Die mehr Leichen machen, das, was wir mehr explodieren lassen können. Wir haben einen Wegpunkt gefunden. So, erstmal in die Stadt zurück. Und Sachen ausgeben oder hier besser gesagt verkaufen. Still alive, are we? Old man. There's many a way to die in Rayclast. Most of them are. Okay. So, ich werde auf jeden Fall diese Mana-Flasche da nochmal. Farewell. So. Was ist das denn? Creates a stationary electrical orb. Schade. Der klappen könnte. Wir bräuchten mal so Rüstungssachen hier, ne? Die haben wir noch gar nicht irgendwie. Naja. Lassen wir es mal in der Waffe, würde ich sagen. Still alive, are we? Hat er denn irgendwas? Er hat ja voll die geilen Items hier. One Armorer's Grab. Farewell. Ja. Alles gut, mein Freund. Wir wollen nur Zeug hier ablegen. Das können wir ja mal behalten. Weil das nervt mich jetzt hier auch. Komm, die packen wir jetzt auch erstmal hier hin. So. Was hat die denn so? Air Trap. Okay, die hat auch schon Leichenexplosionen. Support Skills that fire projectiles from the user. Huch. Fires an arc of knives in front of the caster. Throws a trap that explodes when triggered. So blöd. Animates a melee weapon to fight by your side. You cannot animate unidentified weapons. Ey, das ist geil, ne? Die nehmen wir mit. So, das haben wir ja schon. Okay. Icy Projectile. Kann man das erhöhen, dass wir 6 Zombies machen können? Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Ey, wo ist jetzt der Ring da? So.
fires a slow-moving projectile, apply a debuff to enemies, each supported spell. Ja, wie die richtigen Sachen, ne? Supports any skill enemies. Okay. Be well. Das heißt, das kann ich 6 haben, ja? Klasse. Each supported spell. Okay, wir nehmen das hier nochmal mit. Das behalten wir nochmal. Packen wir mal einen Kopf hier rein. Das würde mich mal interessieren, ob wir jetzt 6 Zombies haben können. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.